Hi! Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu Buckshot Roulette. Ich weiß, ich bin ein bisschen late to the party, aber mir ist jetzt vor kurzem wieder aufgeploppt bei Steam als Vorschlag. Und da habe ich gedacht, ey, weißt du was, komm, holst du. Ja, ein Spiel von Mike Koblinka. Mike Klubnika heißt ja. Mike Klubnika, von dem haben wir schon ein paar Spiele gespielt. Und die hatten alle diesen, wie man es hier gerade sieht, so relativ dreckigen Artstyle. Und ich muss sagen, das hat was. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr. So, wir geben uns die Kugel. Bei Roulette, ne? Nicht wirklich. Obwohl. Ja. Wir starten das Game. Angst, Potter? Auf jeden Fall. Okay. Da fasse ich aber Paint zu Hause. Please sign the waiver. Gerne. Das sieht so vertrauenserweckend aus. Das mache ich gerne. So. B-H-I-M. So. Wo kennt man mich? Auf Film. So. Eine echte Kugel, zwei Platzpatronen. So, wir spielen jetzt russisch Roulette. Okay, shooting yourself with a blank skips the dealer's turn. Okay, sind drei Kugeln drin. Bei überschlechten Wahrscheinlichkeitsrechnung, ich hab's eben schon mal gesagt. So. Ich habe bei der Mathe-Klausur nie damit gerechnet, dass ich Mathe machen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. So, entweder knallen wir uns selber ab und dann hat er zwei. Ich weiß es nicht. Wenn ich auf uns schieße und wir haben eine Blank drin, dann ist okay. Wenn wir aber auf ihn schießen und ist auch eine Blank drin, dann ist er als nächstes und dann hat er halt die richtige Kugel und schießt uns ab. Ich will mal uns. Alles klar. Gut. Wir dürfen nochmal, ne? Ja. Ich schieß mal auf ihn. Alles klar, gut. Oh, jetzt, guckt aber nicht mehr so fröhlich wie vorher. Okay, jetzt sind es drei echte Kugeln und zwei. Oh Gott. Ja, wir. In einer Sequenz. Probier erstmal ihn. Okay. Schön. Ich hab gewonnen. Okay. Okay, zweite Runde. Lass uns ein bisschen interessanter machen. Okay. Ja, jetzt kommt der Punkt, wo das Spiel tatsächlich interessant wird. Wir dürfen uns Items aussuchen. Beziehungsweise wir kriegen Items. So, eine Lupe und noch eine Lupe. Okay, eine lebendige und eine leere. So, eine Machete? Machete und Backstein, alles klar, okay. So, check the current round in the chamber. Okay, weißt du was, dann machen wir doch mal. Okay, schlag das Ding kaputt und dann schmeiß es weg und dann guck einfach. Wozu habe ich jetzt die Lupe gebraucht? Ich weiß es nicht. Alles klar, okay, es ist eine Blank, also schieße ich auf mich und
Mit der nächsten auf ihn. Schön. Alter Schwede. Du Sack. Junge, sein Händchen ankommt. Angenehm. Was ist das? Ach, ein Klappmesser. Was? General irgendwas auf Liability. Also ich bin nicht zurechnungsfähig. Wer hätte das gedacht? Ich bin nicht voll zurechnungsfähig. Okay. Zwei, also 50-50. Schön. Alles klar. Okay, zweifacher Damage. Alles klar. Okay. Ja, wenn ich das jetzt verwende und das kaputt schneide und es doppelten Damage gibt. Ich denke mal, wir machen so irgendwie so ein, machen mal so ein Sword of Shotgun daraus. Und ich auf ihn schieße. Und ist der Blank drin. Nee, reviven wird das den garantiert nicht. Ich bin gerade einfach nur überlegen, ob ich das Ding jetzt hieran verwenden soll oder nicht. Aber ich mach's mal. Wir haben das Item. The Blank! Ah, wie schön! Immer rein in den Kopf! Ich werde mich so erschrecken, wenn wirklich tatsächlich ein Schuss rauskommt, weil ich mich verguckt habe oder so. Alles klar, okay. Ich meine, es waren, glaube ich, nur zwei Blanks drin, ne, oder? Ich probiere es. Nein! Okay, das kommt automatisch wieder dran. Schön, okay. Was ist das? Sag mal, musst du dir jetzt eine buffen? Sehr interessant. Okay, der guckt tatsächlich da. Hilfe. Alles klar, mein lieber Freund. Okay. Das kann ich auch. 50-50. Ja, du dein Patschähnchen. Ah, okay. Was krieg ich jetzt? Was Schönes? Jetzt kinky. Gerne. Immer wieder gerne. Okay, drei Life Rounds, alles klar. Okay, Dealer skips the next turn. Mach ich mal. Nice. Ich probier's mal. Ich weiß nicht, ob die geladen ist. Ja, gut. Also, das mit der Blank ist gut. Weil ich war gerade am Überlegen, ob ich da direkt schon mal. Was ist denn das Bier? Nicht gerade erst. Dass ich das direkt gerade eben verwende, aber okay. Gehen wir davon aus, es sind nicht zwei Blanks hintereinander. Gehe ich einfach mal von aus. Aber jetzt in der letzten Runde, der ist
Long last, we arrive at the final showdown. No more defibrillators, no more blood transfusions. Now me and you, we are dancing on the edge of life and death. Vier Items. Ach du Heilige. Okay, Messerchen. Bier. Keine Ahnung, was das macht. Noch ein Messerchen. Und. Okay. You know the drill, ja. Shotgun, eject current shell. Ich gehe mal drauf ein. Ich gebe ihr mal die Kugel. Uiuiui, oh, ja, ja, alles klärchen. Okay, schön. Dann, denke ich einfach mal, dass jetzt eine rote Kugel drin ist und wahrscheinlich, dass jetzt noch eine Blank kommt, deswegen. Ich hatte angemerkt, dass ich schlecht in Wahrscheinlichkeitsrechnung bin, oder? Alles klar, okay. Jetzt wird's kinky. Gleich mit ihm und seinen. Ja. Und die nächsten sind doch nur Schüsse ins Gesicht für mich. Yay. Jetzt ist er frei. Und legt er direkt mir an, ne? Natürlich. Ja, very interesting. Ja, jetzt sind nur noch rote drin, glaube ich, ne? Nein! Jetzt bufft er sich wieder eine. Der bufft den Gleichstand. Du bist so ein dämlicher. Ich verspüre gerade leichten Hass. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt.
letzte Schuss, den ich habe, oder? Ich glaube, ja, der kann mich... Der kann mich, glaube ich, jetzt... Oh Gott, ey. Ich glaube, ich habe verschießen. Okay, drei richtige und ein Blank. Okay, die kriegt er. Also vorher kriegt er die nochmal. Wir müssen ihn ungefähr gleich aufkriegen. Das können wir mit dem Bier jetzt aber schaffen. Genau, er kann nicht. Wir gucken rein. Brauchen wir das Bier? Ist es eine Blank? Es ist keine Blank. Ich gehe aber voll in. Ich lasse nicht bei einem Damage, er kriegt beide. Was haben wir denn hier? Achso, ich wollte sagen, warum kann ich ihn irgendwo draufklicken? Geld! Das war hochgepokert. Alles klar, okay. $70,000 beat the game. Okay, wir haben $70,000 bekommen. Okay, Doors kicked 2, Shells ejected 25, Shots fired 13. Okay. Ich scheine es relativ easy durchgekriegt zu haben, obwohl ich mich zwischendurch mal ordentlich verhaspelt hatte. Okay. Ich bin ehrlich, ich hatte es bei Corrupted gesehen, als er es rausgebracht hatte. Ich war, glaube ich, Corrupted hat, glaube ich, eine Stunde dran gehangen. Wie lang war das jetzt hier? 20 Minuten? Ungefähr? Beim ersten Durchgang direkt? Warum? Ja, Bier habe ich nicht getrunken, Zigaretten habe ich nicht geraucht. Ich habe genau das gebraucht, was ich bekommen, was ich irgendwie gebraucht habe. Okay. Ich gehe jetzt mal einfach von purem Glück aus. Von Können kann, glaube ich, nicht so die Rede sein. Aber okay, schön. Naturtalent. Doppel oder nichts unlockt. Okay, schön. Ja, das war Buckshot Roulette. Ein Spiel von Mike Klubnika. Wie gesagt, by the way, ich weiß nicht mehr genau, wie das Game hieß, aber wir haben Schiffe versenken mit Wohnhäusern gespielt. Ich glaube, das Video habe ich, glaube ich, das Leben mit dem Spiel der anderen oder so genannt. Ja, alles so ein Ostblock-Vibe hatte und ja, wir haben irgendwie Koordinaten eingegeben und dann wurde Artillerie geschossen, das ist dann irgendwie auf ein Haus drauf. Und wir waren aber irgendwie auch auf einem Transportschiff, irgendein Tanker oder irgendwie so. In der Mitte innen drin war halt irgendwie unsere Stadt, die der Gegner beschossen hat. Wir mussten dann irgendwie die Häuser vom anderen vernichten. Wir haben es, glaube ich, nicht geschafft. Wir haben, glaube ich, eine Pistole bekommen und mussten uns erschießen. Aber okay, hier haben wir es hingekriegt. Relativ schnell sogar. Ja, alles klar. Ich sag an der Stelle einfach mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Ciao.